Hey Leute, hier ist wieder Leon von Politik für dich und ich habe, wie ihr wahrscheinlich auch, schon eine Wahlbenachrichtigung erhalten, denn am 26. September sind Bundestagswahlen und dafür sind jetzt verschiedene Hilfen aufgetaucht, wie zum Beispiel der Wahl-O-Mat. Vielleicht habt ihr den schon gemacht, aber das ist nicht die einzige Hilfestellung, die man da bekommen kann. Es gibt auch interessante Alternativen und die stelle ich euch in diesem Video vor. Erstmal kurz für die, die nicht wissen, wie der Wahl-O-Mat funktioniert. Ihr bekommt 38 Aussagen, bei denen ihr entweder zustimmen, ablehnen oder neutral sein könnt. Das macht das Ganze einfach, was definitiv eine Stärke des Wahl-O-Mats ist, wird aber der Komplexität mancher Themen nicht immer gerecht. Das ist zum Beispiel beim Wahltest anders. Hier bekommt man bei den Fragen mehrere Antwortmöglichkeiten. Das macht den Test natürlich auch schwieriger zu beantworten. Zur Hilfe kann man auf die Infobox klicken, in der weiterführende Informationen erscheinen. Manchmal wäre es sinnvoll, dass man mehrere Möglichkeiten auswählt, das ist aber nicht möglich. Am Ende des Wahltests werden Kleinstparteien leider komplett ignoriert, das ist aber auch irgendwo verständlich, weil das natürlich viel Arbeit ist. Für wen Kleinstparteien aber sowieso nicht in Frage kommen und wer sich etwas komplexer mit den Thesen der Parteien auseinandersetzen will, für den ist der Wahltest durchaus interessant. Die zweite Alternative ist der Wahlkompass der Uni Münster. Hier werden zu Forschungszwecken ein paar Daten abgefragt. Ich habe mich da mal eingetragen und ich finde, sowas kann man unterstützen. Das Ganze ist aber freiwillig. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch einfach überspringen. Der Wahlkompass funktioniert ähnlich wie der Wahl-O-Mat, nur dass es etwas mehr Abstufungen gibt. Man kann entweder vollkommen zustimmen oder einfach nur zustimmen, hat also im Endeffekt mehr Auswahlmöglichkeiten, die das Ergebnis beeinflussen. Das finde ich gut, denn manchmal ist man sich bei Themen ja nicht komplett sicher, sondern stimmt vielleicht nur leicht zu. Und das preist der Wahlkompass auf jeden Fall ein, während der Wahl-O-Mat das nicht tut. Ebenfalls ganz cool finde ich, wie das Ergebnis angezeigt wird. Man sieht auf so einer Art Landkarte, wo man selbst zwischen den Parteien steht und kann auch bestimmte Politikbereiche an- und abwählen, wenn einem manche Dinge nicht so wichtig sind. So verändert sich der Standpunkt der Parteien auf dem politischen Kompass. Deutlich einfacher funktioniert der Wahlswiper. Den finde ich optisch direkt am ansprechendsten von den Alternativen. Er setzt auf Einfachheit und funktioniert am besten am Handy mit einer eigenen App. Hier könnt ihr wie bei Tinder nach links oder rechts swipen und so die Ja-Nein-Fragen beantworten. Das ist natürlich wieder etwas weniger komplex wie bei den vorherigen Alternativen, dafür aber für jedermann geeignet. Wenn man über ein Thema nicht Bescheid weiß, kann man sich ein Erklärvideo abspielen lassen und den Text zu dem Thema lesen. Das ist ganz nett, die Videos sind aber sehr einfach gehalten. Am Ende wird wie beim Wahl-O-Mat dargestellt, zu wie viel Prozent ihr mit den Parteien übereinstimmt. Der Wahlswiper eignet sich am besten für unterwegs, um zwischen Insta und TikTok zwischendrin auch mal ein bisschen politisch zu swipen. Die vierte Alternative ist Dein Wahl. Auch hier ist das Prinzip wieder einfach. Wir beantworten einfache Ja-Nein-Fragen und können hier direkt bei der Frage diese stärker gewichten, was ich besser gelöst finde als beim Wahl-O-Mat, wo man das erst im Nachhinein macht. Auch hier können wir weitere Informationen erhalten, die aber meistens nicht sonderlich ausführlich sind. Hier erfahren wir aber die Besonderheit von Dein Wahl. Alle Fragen beziehen sich auf Abstimmungen im Bundestag, die bereits stattgefunden haben. Die aktuellen Programme werden nicht berücksichtigt. Man kann das als Stärke sehen, weil die Parteien hier zeigen, wofür sie letztendlich wirklich stimmen. Es gibt aber auch ein Problem, was sich am Ende beim Ergebnis zeigt. CDU und SPD haben als Regierungskoalition immer zusammen abgestimmt und das spiegelt sich ja auch im Ergebnis wider. Laut Dein Wahl sind SPD und Union also genau das Gleiche und das wird den Parteien, finde ich, nicht wirklich gerecht. Auch die Kleinstparteien sind bei Dein Wahl nicht vertreten. Kommen wir zum Fazit. Die verschiedenen Wahlhilfen haben unterschiedliche Stärken. Der Swiper, Dein Wahl und der Wahl-O-Mat setzen auf Einfachheit. Das geht manchmal etwas zulasten der Komplexität. Beim Wahlkompass und vor allem beim Wahltest hat man mehrere Antwortmöglichkeiten. Das macht das Ganze natürlich auch etwas komplizierter. Besonders gelungen finde ich beim Wahlkompass die Darstellung am Ende, wo man sich selbst zwischen den Parteien auf der politischen Landkarte verorten kann. Die Stärke des Swipers ist das ansprechende Design und dass er super einfach funktioniert und man ihn auch einfach unterwegs mit dem Handy machen kann. Dein Wahl hebt sich ab, indem es sich nicht an den Programmen orientiert, sondern am vergangenen Abstimmungsverhalten. Das ist einerseits gut, weil es sich dann an der realen Politik orientiert, andererseits greift das aber manchmal zu kurz. Was alle gemeinsam haben, es geht um Inhalte und nicht um Personen. Wenn ihr euch weitergehend über die Wahlprogramme informieren wollt, dann empfehle ich euch diese Playlist hier. Dort habe ich zu verschiedenen Themen zusammengefasst, was die Parteien dort denken und sie verglichen. Und hier findet ihr Politikeranalysen. Das ist mein eigenes Format, in dem ich Politiker mit einer Prise Humor darstelle und zeige, wofür sie wirklich stehen. Klickt drauf, falls ihr es noch nicht kennt. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Video.